Osnabrücker mit der Club. Und was denkt ihr, was wir hier so machen? So brechen wir so in anderer Leute Computer ein und haben Spaß dabei? Oder versuchen wir eher gute Dinge zu tun? Wer glaubt denn, dass wir eher die Bösen sind? Und wer glaubt, dass wir eher so ein bisschen so die Guten sind? So? Okay, ja, gut. Da muss man differenzieren. Da muss man differenzieren, das ist die richtige Antwort, dankeschön. Gut, ja, also was tun wir? Der Chaos Computer Club ist eine Hackervereinigung. Wir definieren Hacken im Sinne dessen, dass wir sagen, okay, Technologie zu beherrschen, und zwar so zu beherrschen, dass wir sie uns untertan machen können, also dass wir sie so verstehen, dass wir damit die Dinge tun können, die wir machen wollen, nicht die der Hersteller machen wollte. So verstehen wir Hacken. Im ursprünglichen Sinne des Wortes, so wie damals im MIT-Modelleisenbahner-Club, die das Wort Hack als Begriff für eine besonders elegante Lösung für ein technisches Problem eingeführt haben in ihren Jargon, muss man sich so vorstellen, das waren halt Leute, die hatten eine riesengroße Modelleisenbahnanlage und dann ziemlich, in heutigen Maßstäben, ziemlich primitiven großen Computer daneben und haben die halt verheiratet. Und da kam ein Großteil der Hackerkultur her, also der Worte, des Jargons, des Selbstverständnisses. Naja, und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass der Hacker als solcher ja doch relativ viel Macht hat. Ne? Also wenn du Technologie verstehst, wenn du in der Lage bist, mit Technologie Dinge zu tun, wo dein Nachbar nicht mal versteht, was du tust, beziehungsweise nicht mal eine Ahnung davon hat, wovon du redest, dann kommt damit so eine gewisse Verantwortung. Und du kannst halt, ja, die anderen Leute Computer untertan machen, du kannst die Technologie untertan machen, wenn du möchtest, du kannst sie verstehen, du kannst mit deinen technischen Fähigkeiten Gutes tun, Böses tun. Und daraus resultierte dann so ein bisschen so diese Diskussion schon sehr lange über diese Unterhacker-Idee. Aus diesem Verständnis heraus, wir können halt Dinge verstehen, Dinge, die uns erstmal nicht so allen gegeben sind. Wir haben möglicherweise spezielle Talente, wir hatten auch Glück im Leben, weil wir an der richtigen Stelle waren, die richtigen Mentoren gefunden haben, die richtigen Sachen gelesen haben. Aber trotzdem sind wir nun in dieser Situation. Und was wir im Chaos Computer Club versuchen, ist halt mit dieser Hackerethik ein bisschen zu arbeiten, zu sagen, okay, wir versuchen auf verschiedensten Ebenen es möglich zu machen, als Hacker nicht dauernd irgendwie schief angeguckt zu werden, nicht dauernd derjenige zu sein, der halt irgendwie ja, mit einem Bein im Knast steht in den Augen der Nachbarn, ja, jetzt nicht irgendwie, indem wir uns einen Schlips umbinden und versuchen brav zu sein, sondern indem wir Gutes tun. Daniel hat ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, wie man halt den Refugees helfen kann. Das ist eine Sache, die wir gerade im CCC auch sehr intensiv machen. Aber wir haben natürlich noch viele andere Felder. Also die Hackerethik selber hat so ein paar Regeln, die wurden irgendwann mal aufgeschrieben. Die sind schon ein bisschen älter. Manche sagen, die sind auch mittlerweile ein bisschen verstaucht. Aber im Kern sagen die halt, du hast spezifische Fähigkeiten und du musst damit umgehen. Und was wir versuchen, sind halt Sachen, die die immer nicht so ganz ernst gemeint sind. Also eines der Beispiele zum Beispiel, als es darum ging, vor ein paar Jahren Biometrie in Personaldokumenten einzuführen. Da ging es halt darum, dass wir in unseren Personalausweisen, in unseren Reisepässen Fingerabdruck haben sollten. Dann denkt man da kurz drüber nach, Fingerabdruck haben wir nicht so viele, ne? Wenn der verloren geht, ist eine doofe Sache. So mehr als 10-mal wechseln geht nicht, dann sind die Finger alle ab. Und da wollte man halt darauf hinweisen, die Aktion, die dann passiert ist, war, dass wir uns das Wasserglas von unserem damaligen Innenminister geborgt haben. Das war der Herr Dr. Schäuble. Der war auf einer Veranstaltung und haben uns das Wasserglas geborgt, den Fingerabdruck davon extrahiert und diesen Fingerabdruck publiziert. Und zwar so, dass ihn jeder nachmachen kann. Was sehr einfach ist. Man nimmt nämlich einfach das Bild von diesem Fingerabdruck, druckt es auf Overhead-Folie aus, also durchsichtige Folie mit einem Laserdrucker. Und dann entstehen da so kleine Riefen aus Tintoner auf der Folie. Und da schmiert man dann weißen Holzleim rein oder Latex und lässt es trocknen. Und dann hat man halt so ein dünnes Häutchen und zieht man sich auf den Finger und dann ist man Dr. Schäuble. Und zwar für den größten Teil der Fingerabdrucksensoren auf dem Markt. Der Hacker, der sich das damals auch gedacht hat, ist auch hier, aber er mag es immer nicht so, wenn er irgendwie im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Deswegen lasse ich ihn mal heute weg. Es funktioniert auch super mit iPhones zum Beispiel. Ne? Also es ist genau dieselbe Technik, nur braucht man noch ein bisschen Graphitspray dafür. So Sachen machen wir halt. Dieser Fingerabdruck ist so weit publiziert worden, dass er mittlerweile immer noch
in der Bilderdatenbank von DPA ist. Ne? Also wenn DPA, wenn man ein Journalist bei der DPA, also der Deutschen Presseagentur, der Deutschen Nachrichtenagentur, nach Schäuble sucht, kommt auch dieses Bild. Solche Sachen versuchen wir halt zu machen, also Sachen, wo man drüber lachen kann, wo man Technologie verstehen kann, also wo der Anspruch da ist, auch zu vermitteln, was passiert eigentlich. Also weil Technologie ist so komplex geworden, ihr kennt es alle, dass wir nicht immer in der Lage sind, alle alles zu verstehen. Das ist das Häufigste, ist, dass jede Menge Missverständnisse passieren und die versuchen wir halt zu vermeiden. Also das ist auch der Grund, warum wir uns halt in der Politik so ein bisschen rumdrücken, also im Bundestag zum Beispiel, beim Verfassungsgericht, wenn die uns fragen, Expertise vermitteln, dass wir versuchen zu sagen, okay, wir erklären euch, wie es funktioniert. Also wir erklären euch die technischen Implikationen, wir erklären euch auch die gesellschaftlichen Implikationen, da sind noch ein Stück weit unsere Aufgabe drin. Aber wir versuchen uns jetzt nicht aktiv politisch in dem Sinne zu positionieren, dass wir sagen, wir sind jetzt für die SPD oder wir sind jetzt für die Grünen oder so. Würden wir nicht tun, sondern wir sagen halt, okay, wir versuchen zu vermitteln, welche Auswirkungen hat es, wenn bestimmte Technologien eingeführt werden. Oder immer wichtiger auch, was ist mit Geschäftsmodellen? Na, also Technologie ist ja heutzutage, wenn ich mir so eure Plakate angucke, versucht ihr Technologie zu benutzen, um eine bestimmte Idee umzusetzen. Na, also eine Vision davon, was man besser machen könnte. Und da draußen sind jede Menge Leute unterwegs, deren primäre Vision, was man besser machen könnte, ist mehr Geld in ihrer Tasche. Das ist halt so deren Hauptantrieb. Das heißt, die denken sich halt, genau wie ihr euch heute jetzt coole Projekte ausdenkt, denken sie sich halt Sachen aus, mit denen sie mehr Geld verdienen können. Und das Problem dabei ist halt, dass mehr und mehr von diesen Leuten gar nicht mal so richtig geile Technologie verwenden, sondern halt mehr so, naja, sehr simple Web-Apps oder sowas verwenden, möglichst viel Geld in ihre Richtung zu lenken. Und ein häufig verwendetes Prinzip dabei ist, dass man halt Regeln umgeht. Da denkt man erstmal als Hacker, eigentlich ganz cool, ne? So Regeln hacken ist eine Sache, die wir eigentlich ganz gerne machen, so, um zum Ziel zu kommen. Allerdings tun wir es halt nicht, um uns zu bereichern, so, sondern wir versuchen halt irgendwie eigentlich eher die Welt ein bisschen besser und schöner zu machen. Aber wir müssen halt immer häufiger darüber reden, wie zum Beispiel halt, sagen wir mal, sowas wie Airbnb. Ne? Klingt erstmal ganz cool. Kennt ihr wahrscheinlich, ist halt so ein Zimmervermittlungsservice, der am Anfang auch erstmal ganz cool anfing. So, da konnte man halt einfach, wenn man ein Zimmer überschüssig hatte, irgendwie, wenn ihr in den Ferien wart, konnten eure Eltern ein Kinderzimmer irgendwie nochmal für 2-3 Wochen vermieten oder so. Und in Windeseile ist aber dieses Geschäftsmodell dahinter so mutiert, dass viele Leute angefangen haben, Eigentumswohnungen hier zum Beispiel in den Gegenden zu kaufen und die nur über Airbnb zu vermieten. Also, die tauchen niemals auf dem Mietmarkt auf. Und jetzt haben wir da so ein Geschäftsmodell, wo am Ende die Allgemeinheit im Wesentlichen darunter leidet, nämlich dafür bezahlt, indem halt irgendwie Kieze voller Touristen sind, wo früher nicht so viele Touristen waren, Leute, in denen halt so 5 oder 6 ohne Wohnungen sind, halt irgendwie, naja, niemals die Ruhe zu Hause haben. Und obendrein natürlich irgendwie die Leute, die halt, normalerweise davon leben, dass sie Zimmer vermieten, also leben sie halt auch die Steuern dafür zahlen und so weiter, die natürlich das Nachsehen haben, weil sie natürlich die Preise unterbieten. Und dann fragt man sich dann, okay, was ist jetzt eigentlich, also wo ist da die Verantwortung? Also was ist sozusagen derjenige, der sich gesagt hat, okay, ich nehme diese Dinge in Kauf, die negativen Folgen meines Handelns in Kauf, bewusst oder unbewusst? Oder gibt es den gar nicht? Ist das einfach so passiert? Ja, also sind die da so reingerutscht? Ist es denen einfach nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise passiert? Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie was einem auch tatsächlich als Hacker dauernd passieren kann. Ja, also da forscht man so vor sich hin, buddelt man hier und da, guckt sich zum Beispiel mal die Software in so einem Auto an und wenigstens ist man im Besitz von Wissen, wo man sich so denkt, okay, wenn ich das jetzt publiziere, was passiert denn eigentlich dann? Also was sind denn die Folgen davon, nehmen wir mal an, ihr findet raus, irgendwie man kann irgendwie, indem man irgendwie clever die richtigen Bits auf einer bestimmten Radiofrequenz sendet, irgendwie alle Autos auf der Straße zum Vollbremsen bringen. Ja? Coole Sache eigentlich, denkt man sich so. Probiert man mal aus, so vielleicht an einer kleinen Straße, und dann überlegt man sich, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das publiziere? Ja, also wenn ich jetzt einfach das in meinem Blog schreibe oder sonst irgendwas. Was... So. Oder man denkt da nicht drüber nach.
Und mit solchen Fragen beschäftigen wir uns halt auch. Das ist halt dieser, das haben wir auf dem Kongress zum Beispiel, wir haben also Ende des Jahres, diesen CCC-Kongress, da haben wir die sogenannte Hacker-Ethik-Hotline. Das heißt eine Telefonnummer, wo man anonym anrufen kann. Und dann fragen Leute so, naja, ich bin, hab da mal an diesem und jenem Server ein bisschen geknabbert und bin ein bisschen weitergekommen, als ich dachte. Oder ich habe an diesem oder jenem Stück Hardware ein bisschen rumgeforscht und habe ein paar Sachen rausgefunden, die ich vielleicht hätte nicht rausfinden sollen, zumindest nach Meinung des Herstellers. Was mache ich denn jetzt? Und da kommen wir halt dann zu so einem sehr persönlichen Aspekt von Verantwortung. Also nämlich dieser Frage, bin ich für die Folgen meines Handelns auch dann verantwortlich, wenn ich nur Sachen publiziere, also wenn ich nur Wissen quasi weitergebe, wenn ich den anderen auch die Möglichkeit gebe, das, was ich getan habe, auch zu tun. Und das ist halt so ein Punkt, wo es keine universellen Antworten gibt. Also wo halt einfach die, deswegen heißt es ja auch Ethik, ist halt eine sehr persönliche Angelegenheit. Ist halt also kein, nicht so, wo es universell gültige Regeln gibt, wo wir aber versuchen halt so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was man eigentlich, also wie so ein Denkprozess funktionieren kann. So, und der nächste, also der erste Schritt ist eigentlich immer, und was passiert dann? Also man versucht sich den Tag, nachdem man zum Beispiel diese Information publiziert hat, vorzustellen. So, ich habe heute in meinem Blog geschrieben, auf diese Art und Weise kann ich halt irgendwie alle VW-Jetter auf der Straße irgendwie auf einmal aufmachen. So, nächsten Morgen, wie fühle ich mich dann eigentlich? So, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert dann, genau diese Folgen des eigenen Handelns zu überdenken und möglicherweise auch zu sagen, okay, das finde ich cool, weil ich mag sowieso keine Autos und irgendwie, wenn die dann alle nicht mehr Auto fahren können, dann habe ich irgendwie einen schöneren Tag. Und man kann zu der Entscheidung kommen. Ja, das ist halt möglicherweise ein bisschen illegal, möglicherweise gibt es jede Menge Stress, aber vielleicht ist es einem ja wert. Aber genau überhaupt darüber nachzudenken, ist das, wo ich euch eigentlich zu animieren möchte, zu sagen, okay, kurz darüber nachzudenken, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr ein Projekt macht, wenn ihr irgendwie an irgendwas rumforscht und irgendwie zu unerwarteten Ergebnissen kommt, einfach zu sagen, okay, ist das, was ich haben möchte, macht das die Welt besser, schöner oder bringt das eine Nachricht drüber, setzt es einen Punkt, den ich rüberbringen möchte oder ist das eigentlich nur, dass ich gerade jetzt mein Ego halt mal ein bisschen weiter in den Vordergrund rücken und reich und berühmt werden möchte. Und dieser Gedankengang, der fehlt halt immer an ganz vielen Stellen. Also dass halt irgendwie eine Menge Leute machen halt Sachen und denken dann nicht weiter drüber nach. Also nehmen die Folgen ihres Handelns irgendwie nicht wirklich in Betracht. Und wenn man sich so fragt, warum sieht dieser Planet eigentlich so scheiße aus, warum haben wir halt irgendwie das Problem, dass irgendwie die Politik nichts mehr auf die Reihe bekommt, warum haben wir die Schwierigkeit, dass ganz viele Menschen extrem unglücklich mit ihrem Leben sind, dann hat es eine ganze Menge damit zu tun, dass Leute, die primär hinter dem Geld her sind, versuchen, nicht darüber nachzudenken, welche Folgen ihr Handeln für andere hat. So, man kann entscheiden, dass man bestimmte Dinge tut, obwohl sie möglicherweise negative Folgen für andere haben, aber man möchte wenigstens darüber nachdenken. Und das tun halt viele Menschen. Und wir versuchen halt so, das ist halt so eine der Dinge, die wir mit der Hackerethik verbinden in CCC, zu sagen, okay, wir versuchen Dinge gut zu machen, schöner zu machen, besser zu machen und nicht ignorant dem gegenüber zu sein, was irgendwie unser Handeln halt bewirkt. In dieser ganzen, also in diesem ganzen Dilemma, was wir da gerade jetzt halt gesellschaftlich haben, heute irgendwie Vorratsdatenspeicherung beschlossen, haben wir natürlich auch noch andere Verantwortungen. Also wir sind halt auch die Leute, die in der Lage sind, Infrastrukturen zu betreiben gegen Überwachung. Sowas wie Tor zum Beispiel oder Systeme, mit denen man halt irgendwie anonym kommunizieren kann oder Verschlüsselungstechnologien einfach benutzen kann. Und auch da ist ein gutes Stück Verantwortung. Ne? Also eine der wesentlichen Dinge, die wir in der Hackerethik halt stehen haben, ist halt irgendwie das Recht auf Kommunikation und Information, was auch übrigens ein Menschenrecht ist. Deswegen sind auch so viele von uns halt irgendwie in den Flüchtlingsheimen unterwegs und versuchen da Internet hinzubekommen und dafür zu sorgen, dass die Leute kommunizieren können. Weil wir auch da uns eben in der Verantwortung sind, zu sagen, okay, wir können das. Ja, wir wissen, wie man so ein Netz dahin bügelt, wir wissen, wie man irgendwie in der Lage ist, möglichst schnell Bandbreite auf ein Auto zu bringen, wo man halt irgendwie sonst Schwierigkeiten hat, hinzubekommen und wo die Telekom sagt, okay, ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Dann sind wir aber auch in der Verantwortung, unser Wissen, unser Können dazu benutzen. So. Und
genauso, das ist auch einer der Gründe, warum wir halt eben diese Infrastruktur betreiben, also zum Beispiel die Java-Server oder die Tor-Server und irgendwie auch an Tor aktiv mitarbeiten und so weiter, kommt eben aus dieser Verantwortung zu sagen, wir können das, wir wissen, wie das geht und wir erkennen an, dass es eine spezielle Fähigkeit ist und dass wir mit dieser speziellen Fähigkeit so verantwortungsvoll umgehen müssen, dass wir Gutes damit tun. Und das ist so ein bisschen so, wo ich mich freuen würde, wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, so. Was sind so die Sachen, die ihr gut könnt, die Sachen, die ihr als spezielle Begabung, Talente habt, und davon ausgehen, dass nicht jeder die hat, zu überlegen, okay, was kann ich denn eigentlich Gutes damit tun? Also was kann ich denn damit machen, was, wo ich hinterher mir nicht sage, so, was für ein Scheiß habe ich denn da wieder angestellt? Ja. Damit bin ich sozusagen mit der Info fertig. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ich habe nur eine Bitte. Bitte sieht mich nicht, sonst fühle ich mich so alt.